Digitalcourage, das sind ganz unterschiedliche Köpfe. Programmierer, Künstler und Akademiker verschiedenster Richtungen. Digitalcourage kommt von Zivilcourage. Das war tatsächlich der Begriff, der unseren Mitgliedern am wichtigsten war. 1987 in Bielefeld, das erste Public-Domain-Treffen. Die Veranstaltungsreihe für Informatikinteressierte ist die Keimzelle von Digitalcourage. Gründungsmitglied der ersten Stunde, Rena Tangens. Genau weil wir uns mit Technik auskennen, sagen wir dann halt, Moment mal, da passiert etwas, diese Entwicklung ist nicht gut für die Gesellschaft. Und die sollten wir anders machen, wir sollten das anders gestalten. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Bundesweit bekannt wird Digitalcourage durch die Verleihung der Big Brother Awards. Den Negativpreis für den besonders schlechten Umgang mit Daten bekam schon die Telekom, Apple oder zuletzt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen für ihr Cyberkommando. Die Themen, die wir da aufbringen, die haben schon ganz viel bewegt. Also wir haben einmal viel mehr Aufmerksamkeit für das Thema Datenschutz und Bürgerrechte. Zum anderen haben wir tatsächlich etliche Firmen zum Einlenken gebracht und wahrscheinlich auch einige vorausschauend dazu gebracht, einige Dinge nicht zu tun. Der Verein aus Bielefeld mischt sich ein. Vorratsdatenspeicherung, Videoüberwachung, organisiert bundesweite Demos. Highlight für die Mitglieder, der Kampf gegen die RFID-Chips in der Payback-Karte. 10.000 Kundinnen und Kunden sind mit dieser verwanzten Karte mit einem Funkchip rumgelaufen, ohne es zu wissen. Und wir haben das rausgefunden, haben es veröffentlicht und da wurde dann, das ging bis in die Financial Times und die ARD-Börsennachrichten und danach hat die Metro dann die Karte zurückgezogen. Erfolge, die man auch im Heinz-Nixdorf-Museumsforum anerkennt. Hier beschäftigt man sich täglich mit der Geschichte der Informatik. Die Geschichte von Digitalcourage bewertet man so. Ja, die Rolle von Digitalcourage ist schon sehr beachtlich. Also innerhalb von 30 Jahren haben die sich zu einer Marke entwickelt, die den Bereich Datenschutz, Datensicherheit wunderbar besetzt und dieses Thema immer wieder in die Politik, in die gesellschaftliche Diskussion bringt. Und das wollen sie auch weiterhin tun, denn in einer digitalen Welt geht die Arbeit für Datenschützer wohl nie aus.